Es kommen bald Updates auf die PTR. Jäger, Magier und Hexenmeister bekommen Buffs. Jäger verstehe ich, Hexenmeister auch. Magier, okay. Die schauen schon ziemlich stark aus. Außerdem bekommen wir bald News zu P4. Also es kommt ein Vorschauvideo. Wahrscheinlich noch diese Woche. Deswegen nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Also schnallt euch schon mal an, Leute. Außerdem bekommen wir in MC 4 Tokens, die klassenabhängig sind und slotabhängig. Nicht so wie im versunkenen Tempel. Da waren sie ja universell. Jetzt sollen sie slotabhängig werden. Zumindest ist es so aktuell auf dem PTR, also kann sich noch bis zum Start von P4 ändern. Diese Woche soll auch ein neuer PTR-Build kommen mit weiteren Klassenanpassungen betreffend dem Jäger, Magier und Hexenmeister. Wahrscheinlich werden andere Klassen auch noch angepasst. Und dann weiter später soll ein Hotfix kommen für den PTR, wo wir den World Buff sehen. Dann gab es noch eine sehr interessante Thematik, über die die Spieler diskutiert haben auf Twitter, besser gesagt X. Es geht darum, sich zu entscheiden müssen bei einem Runenslot zwischen Schaden oder Unterstützung für den Raid. Josh Greenfield hat ein Beispiel gemacht von zwei verschiedenen Spielertypen. Typ A ist der, der lieber nicht auf sein Parse verzichten möchte und 90 durchparsen möchte. Und Typ Spieler B, der lieber auf den Schaden verzichtet, aber dafür einer unerfahrenen Gruppe oder Raid hilft, aber dafür nur noch 60 Parts danach. Da es bei den Logging-Seiten kein Teamspieler-Segment gibt, schneidet natürlich der Spielertyp A mit 90 Parts deutlich besser ab wie der mit 60. Logisch. Josh Greenfield hat darauf eine coole Antwort gegeben. Für den Rest von Season of Discovery wollen wir uns Stück für Stück vom Modell eines persönlichen Schlag einstecken, um der Gruppe zu helfen, entfernen. Weil wir akzeptiert haben, dass die Spieler sich nicht für dieses Modell in SOD interessieren. Das heißt, die wollen weg von der Unterstützung, also Unterstützungsrunen, hin einfach zu reinen DPS-Runen. In dem Beispiel ging es jetzt um Priester, also Schattenpriester, und hier hat Josh Greenfield geschrieben: Ich denke also, es wäre eine große Herausforderung und ziemlich verwirrend inkonsequent, wenn wir Priester jetzt absichtlich in diese Richtung drängen würden, also in Richtung Unterstützungsrunen. Diese Lösung würde nur Groll bei den Spielern hervorrufen, die das Videospiel gerne spielen und dabei mit denen ihnen zur Verfügung stehenden Tools im Vergleich zu anderen Spielern ihrer Klasse gut abschneiden. Ich muss sagen, ich finde es wirklich gut, weil bei dieser ganzen Parsing-Kultur gibt es kein Segment für Teamplayer. Von dem her finde ich das gut, dass Blizzard in diese Richtung geht. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Es kommen bald News, also diese Woche auf jeden Fall. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald.